herzlich willkommen zu den Retro Panda Pickups von Juni 2018. Es hat sich wieder einiges in meiner Sammlung getan. Ich möchte das gerne so in zwei Teile auftun. Erstmal so, was ich über den Monat mir so ein bisschen angesammelt habe. Und dann war ich heute, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, für euch ist es den letzten Sonntag auf der Pixelbörse in Düsseldorf. Und das war sehr schön, aber dazu komme ich gleich. Ich erzähle erstmal so, was ich mir sonst gekauft habe. Und zwar das erste, was ihr vielleicht nur indirekt sehen werdet, ist vielleicht, ich habe mir zwei Soft-Light-Boxen gekauft. Ihr seht jetzt vielleicht, die Beleuchtung ist etwas besser. Ich experimentiere da schon so ein bisschen dran rum. Das erste Mal habt ihr die im Einsatz gesehen zu den One-Up-Cards zu dem Video. Ich denke mal, die Ausleuchtung ist auf jeden Fall besser. Ich habe das jetzt auch in einige Retro-Panda-Quetzig-Folgen und auch in dem Dreier-Wettkampf, den ich ja mit dem Weidemann und Imperodor momentan noch parallel aufnehme, eingesetzt. Zumindest nicht in der ersten Folge von diesem Retro-Dreikampf. Aber ich finde schon, dass ich da jetzt noch so einiges an Bildqualität aus der Kamera rausgeholt habe. Also die Belichtung macht echt viel aus. Das werdet ihr auf jeden Fall jetzt ab sofort immer haben. So ein bisschen bessere Beleuchtung. Ich hoffe auch, dass diesmal mit der Kamera das Setup jetzt etwas besser von der Qualität her ist. Aber ich denke mal, allein die Beleuchtung wird da schon einiges regeln. Aber das war zu dem Thema und jetzt kommen wir, ich habe mir von Spielen ein neues Spiel geholt, also für die Switch, und zwar Owlboy. Das hatte ich schon länger auf dem Radar, das ist ja auch für den PC erschienen, aber da ich auf dem PC nicht so der Zocker mit dem Controller bin, habe ich jetzt auf so eine Portierung gewartet, vor allem was natürlich auf dem PC ja nur als Download verfügbar ist und nicht physisch. Und als Sammler haben wir es natürlich so gerne noch. Haben wir was in der Hand, ne? Und als es für die Switch rauskam, ist gar nicht so teuer, 30 Euro. Habe ich mir das geholt, hat einen sehr, sehr schönen Artstil und ist wirklich sehr schön vom Spielen her. Ich habe bis ungefähr anderthalb Stunden bisher rein versenkt. Macht sehr viel Spaß. Ich freue mich schon, das ein bisschen so durchzuspielen. Ist nicht ganz einfach, muss ich sagen, oder ich stelle mich einfach so blöd an. Das scheint aber so eine Art flexiblen Schwierigkeitsgrad zu haben. Das heißt, wenn ihr bei einem Boss zum Beispiel ganz, ganz oft scheitern solltet, habe ich zumindest das Gefühl, dass es immer einfacher wurde. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil ich es besser wurde, hätte ich natürlich gerne, aber das scheint das dann so zu reduzieren, dass es dann einfacher wird, dass quasi eine Phase von einem Boss nicht ganz so lange dauert und so weiter. Macht jedenfalls sehr viel Spaß, ist ein Blick wert, wenn ihr das noch nicht habt. Dann komme ich zu DOS-PC-Kram. Habe ich mir natürlich für meinen Retro-PC geholt. Da werde ich euch vielleicht fragen, wo bleibt der dritte Teil von der Videoreihe? Ja, ich warte leider noch auf einen Teil, und zwar aus Japan. Und zwar scheint das Diskettenlaufwerk nicht so ganz zu funktionieren, wie ich das gerne möchte. Beziehungsweise, also es funktioniert gar nicht, weil es keine Diskette liest. Ich habe verschiedene probiert. Das wird, denke ich, mal einfach an dem Alter liegen, weil dass der Schreibkopf einfach verdreckt ist. Dafür gibt es dann spezielle Reinigungsdisketten. Problem ist nur, die kann man sich hier bei eBay kaufen, 35 Euro. Ja, war ich ehrlich gesagt nicht bereit zu bezahlen, weil 35 Euro für irgendein Ding aus den 90er Jahren, was da irgendwo wahrscheinlich in irgendeiner Lagerhalle noch lag, ne. Da sah ich nicht ein. Habe ich mich rumgegoogelt, ich war anscheinend nicht der Einzige mit diesem Problem. Und zwar kann man sich quasi exakt dieselben Disketten in Japan für 12 Euro plus 2 Euro Versand bestellen. Und wenn ich dann die Auswahl habe, zahle ich 35 Euro oder 14 Euro und muss halt ein bisschen drauf warten, dann warte ich doch lieber. Also da muss ich nicht unbedingt irgendwelchen Resellern jetzt unnötig Geld in den Rachen werfen. Deswegen, ich erwarte so, übernächste Woche müsste das ankommen, dann werde ich mich auf etwas weiter dran setzen. Genau, und abgesehen, das ist also der momentane Stand zu dem Computer. Also im Prinzip läuft er aber auch. Ich habe ihn schon mal hochgebootet. Es ist halt ein DOS drauf installiert, aber ich muss ihn ja eh platt machen, um den für meine Verhältnisse irgendwie zurechtzumachen. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht großartig jetzt rumgeforscht oder rumgebastelt. Warte ich den einfach ab. So, und zwar habe ich mir jetzt als erstes das hier geholt. Ihr werdet sehen, ob man es gut sehen kann. MS-DOS 6.2 für die Installation natürlich. Habe ich mir mal original geholt. Kann man sie natürlich heutzutage irgendwo herunterladen und auf Diskette packen. Aber ich habe das dafür 4 Euro plus Versand bezahlt.
hat man es im Original da. Wird dann auf jeden Fall drauf kommen. So, dann habe ich mir natürlich noch dafür schon Spiele gekauft. Und zwar fangen wir mal an. Natürlich alles in Big Box, weil das ist, finde ich, da hat man noch was in die Hand bekommen. Aber dazu komme ich gleich noch. Und zwar Ultima Pagan 8. Ultima ist eine, ich zeige euch mal, also der Zustand ist nicht so geil hier, ist ein bisschen zerfetzt. Waren es auch nur die Disketten drin, kein Handbuch oder ähnliches. Dafür aber bei der eBay-Auktion 1 Euro drauf geboten. Die lief halt bald aus, dachte mir so, komm, da ist der Zustand egal, Disketten sind dabei, die Box ist okay, denke ich mal. Hier, mein Gott, das kann man, das klebe ich irgendwann. 1 Euro, biete ich dann mal drauf, gewonnen. 1 Euro plus 4, 50 Versand oder so, also 5 Euro, Pi mal Daumen insgesamt. Das ist es doch wert, oder? Also Ultima-Serie war nie so hundertprozentig meins. Das ist ja diese berühmte Rollenspielserie von den Richard Garriott. War nie so hundertprozentig meins, aber kann man ja mal reinschauen, ne? Also sind, glaube ich, 7 Disketten dabei oder so. Wird natürlich, denke ich mal, schwer mit der Passwortabfrage sein. Da wird es, denke ich mal, eine geben, aber da kann man sich das Handbuch ja eventuell irgendwo mal als PDF besorgen oder irgendwie sowas. Also, das ist, finde ich, durchaus nicht verkehrt. Dann habe ich mir noch ein Rollenspiel geholt. Und zwar Stonekeep. Ja, sieht man es. Hat ein sehr, sehr schönes Cover hier mit so einer reflektiven Folie. Mal gucken, ob man es. Ja, also so sieht man es. Ist sehr schön. Ist da ein bisschen dreckig hier. Aber habe ich aber auch günstig bekommen. Ich glaube, 8 Euro plus Versand oder so. Auch so ein. Ach komm, egal, drauf geboten. Zeigt euch gerne mal auch, was alles drin ist. Das Spiel auf CD. Ich habe ja ein CD-Laufwerk. Dann sind hier noch so ein, was ist das? Balsen, das coole Computer-Game. Das werde ich den vielleicht auch mal in irgendeiner Quatschfolge testen oder so. Denn natürlich die ganzen Registrierungssachen sind immer dabei. So, und dann haben wir hier das volle Paket noch. Ach, guck mal, ob es rauskommt. Und zwar ein Roman zu dem Spiel. Früher hat man da noch wirklich was Substanzielles bekommen. Also keine Ahnung, ob ich es mir, ehrlich gesagt, irgendwann mal durchlesen werde, aber naja. Und natürlich ein solides Handbuch, wo alles schön erklärt wird. Warum habe ich hier das Spiel geholt? Ich habe es damals, ehrlich gesagt, nicht gehabt. Aber ich kann mich enorm an dieses Skelett hier erinnern. Und zwar, ja, wann ist das erschienen? Ich glaube so 95, 96. Die haben viel, viel Werbung in Spielemagazinen gemacht. Und ich habe immer das Bild gesehen. Und das hat sich irgendwie in mir reingeprägt. Ich weiß auch nicht warum. Läuft gerade so auf meinen 486er. Erfüllt gerade so die Mindestanforderungen. Also, schauen wir mal. Mal gucken, wenn ich da rein gucke. Macht bestimmt Spaß. So. Und dann bei meinen DOS-PC-Einkäufen. Ein Highlight habe ich jetzt mir noch geholt. Und zwar das hier. Jetzt werdet ihr euch fragen, das sieht voll generisch aus, was ist denn das? Und zwar, das habe ich mir für 30 Euro bei eBay gekauft. Die hatten auch noch mehrere da. Das war noch original eingeschweißt. Das quasi ist neu. Und da sind drei Spiele dabei. Und zwar so, Anstoß, DSA Sternenschweif und Battle Isle 2. Die ganzen Spiele wollte ich mir eventuell eh so holen und da dachte ich mir so, 30 Euro für so eine Compilation ist ein guter Preis, bezahle ich für neu, warum nicht. Den Test zu Anstoß habe ich ja schon gemacht, den habe ich natürlich noch nicht auf meinen 486er gemacht, sondern auf DOSBox. So viel dazu, die anderen beiden werde ich nur dazu kommen. Battle Isle 2, deswegen blende ich euch kein Footage momentan natürlich davon ein, weil kann ich natürlich noch nicht aufnehmen, weil der 486er noch nicht läuft. Battle Isle 2 ist ein sehr, sehr gutes Rundenstrategiespiel, was eigentlich noch heute einen guten Ruf hat. Nicht zuletzt wurde vor ein paar Jahren auf Kickstarter Battle of Kronos ja gebackt, was so ein geistiger Nachfolger von der Battle Isle Serie sein soll. Ich glaube sogar von denselben Machern, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der Anstoß, der Fußballmanager, da habe ich euch ja einen Test schon gemacht. Und Sternschweif. Das ist aus der sogenannten Nordland-Trilogie. Also es gibt ja dieses Rollenspielsystem, das schwarze Auge. Und diese Spiele spielen diesen Universum. Damals habe ich die mal angespielt, bin auch noch nicht so hundertprozentig durchgestiegen. Ich nehme mal an, das lag so am fehlenden Handbuch und ähnliches.
Also in meiner Jugend habe ich das Schwarze Auge auch als Pen and Paper gespielt. Deswegen habe ich da so einen guten Bezug zu. Sehr schön. So, und das war noch nicht alles. Also zu der Compilation nämlich. Ich war überrascht, dachte mir so, gut, die drei Spiele Compilation kommen. Da wird nichts großartig dabei sein. Aber als ich diesen Karton in der Hand hatte, da habe ich schon gemerkt, oh, da ist Substanz drin. Und ich, Freunde, ich zeige euch mal, was alles dabei ist. Also, zum Sternschweif. Mal gucken. So. Eine. Mal gucken, wie rum sie muss. So. Eine prima Karte des ganzen Spieles. Also, das ist keine Collector's Edition, ne? Das hier ist eine gammelige Compilation. Das dürft ihr nicht vergessen. Denn zu Battle Isle 2, also Waffenhandbuch. Wo alle Einheiten, es ist ja gut komplexes Spiel, alle Einheiten erklärt sind und alles. 1A. Gut, hier so ein kleiner Flyer zu Battle Isle. Braucht man nicht. Das Handbuch zum Schwarzer Auge Spiel. Ne, da hat man noch substanzielle Handbücher bekommen. Das ist keine Collector's Edition. Ne, ich sag's doch dazu. Es ist eine Compilation. Denn das Handbuch zu Anstoß. Brauchen wir natürlich auch für die Passwortabfrage. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, alles natürlich neu. Da müssen wir auch erstmal hinkriegen. Dann hier noch ein Handbuch für Battle Isle 2. Also Freunde, also ich war echt positiv überrascht, wie viel der Compilation nur drin war. Okay, na gut, hier die üblichen Beipackzettel, Registerkarten, bla 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 bla. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber das war so ein bisschen mein Highlight im PC-Bereich in diesem Monat. War sehr, sehr positiv überrascht. Freue mich schon auch in die anderen Spiele reinzutauchen. So, das war, was ich mir so gekauft habe. Und dann kommen wir jetzt zur Pixelbörse. So, kommen wir zur Pixelbörse. War eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Also die Pixelbörse am 1.7. in Düsseldorf war das. Ich nehme es gerade direkt danach auf, um euch quasi frisch von den Eindrücken zu berichten. Die ist irgendwie gar nicht so bekannt, diese Börse, habe ich das Gefühl. Finde ich komisch. Also die ganz normalen Retro-Börsen, die findet man ja auch mal im Retro-Gamer-Magazin und so weiter. Die ist mir irgendwie wirklich fast entglitten. Und da Düsseldorf gerade so noch in meiner bequemen Reichweite liegt, also ich fahre so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden mit dem Auto dahin, das liegt so im Rahmen von dem, was ich gerade noch so machen werde. Aber der Weidemann vom Kanal Schroff gezockt hat mich darauf hingewiesen. Wir haben uns ja geschrieben wegen unserer Challenge und da hat er gefragt, ob wir uns da vielleicht sehen, ob ich da vorbeikommen möchte. Und doch, klar, ist doch super. Klingt nach einer super Veranstaltung. Die Location war auch sehr, sehr schön. Ich fand es sehr entspannt da, muss ich sagen. Also ich werde versuchen, auf jeden Fall bei der nächsten Pixelbörse wieder hinzukommen. Fand ich eine sehr, sehr schöne Location und sehr entspannt. War natürlich, fand ich auch sehr, sehr schön, mal den Weidemann zu treffen vor allen Dingen. Und natürlich auch den Huli-Nerd. Der hatte da einen eigenen Stand, wo ich mich auch etwas eingedeckt habe, zeige ich euch den gleich. War sehr, sehr schön, mal diese beiden kennenzulernen, so ein Auge in Auge. War ein ganz komisches Gefühl, irgendwie diese Stimme mal in echt zu sehen, sage ich mal. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. War sehr, sehr schön. Grüße an euch beiden nochmal. War mir eine Ehre, euch mal in Person kennenzulernen. Hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. So, und natürlich habe ich mir auch einige Spiele gekauft. Und zwar fangen wir mal mit den Super Nintendo-Titeln an. Und zwar den Rasenmähermann. Also, der Zustand ist jetzt nicht so hundertprozentig der beste. Ich habe auch den Preis mal dran gelassen. 10 Euro habe ich bezahlt. Ich habe dieses Cartridge auch schon mal wesentlich, wesentlich teurer gesagt. Also nicht wesentlich, also 15 Euro oder sowas. Und dann ein bisschen schlechterer Zustand. Das passt. Ich verpacke nämlich die Super Nintendo Spiele eh immer. Ich habe da so mein eigenes System. Kann ich euch gerne mal zeigen. Und zwar bastel ich mir die Dinger so. Werde ich euch fragen, wahrscheinlich, hü, was ist das denn? Und zwar gibt es ja diese Plastikhüllen, die nur für die Module sind. Und dann nehme ich mir halt diese Cover, die eigentlich für andere, für diese Universal Game Case und sowas da sind. Passt mir das auf die Größe an und druckt mir das aus.
ist natürlich jetzt keine Lösung, wo man jetzt ständig die Cartridge raus und rein nehmen kann. Aber das ist relativ günstig. So eine Folie kostet, wenn man mehrere kauft, unter 1 Euro. Plus einmal ausdrucken, hat man das schön im Schrank stehen. Weil im Gegensatz zu den amerikanischen Modulen haben wir ja leider keine Rückenschilder. Und da passt das. Also es scheint das Licht ein bisschen blöd drauf, dass man sich ganz so gut sieht. Aber sieht dann gar nicht mal so schlecht aus. Weil die Dinger dann ja eh dann da reinkommen. Ja, warum nicht? Ist mir so gesehen nicht komplett egal, der Zustand, also Cover sollte schon drauf sein und sowas, aber ich bin da nicht ganz so empfindlich wie manche andere Sammler, weil für mich kommt es eigentlich hauptsächlich auf das Spielen an. Ja, und warum das Spiel? Das habe ich schon länger im Auge gehabt, und zwar die bekloppten Namen, also ganz ehrlich, der Rasenmäher, Mann. Und dieses Cover, also ich glaube, es basiert auf irgendeinem Film oder sowas, ich halte es mal ein bisschen näher dran. Ich muss mich hier noch ein bisschen an das Setup gewöhnen. Guckt euch mal das Cover an. Also irgendwie so ein... Keine Ahnung. Ich glaube, das basiert auf einem Film, kann das sein? Ich bin da jetzt kein Experte. Vom Spiel an sich, ich habe mal kurz reingespielt. Ich bin irgendwie komplett verwirrt. Im Demo-Modus wurde irgendwie so ein Mode-7-Shooter angezeigt. Aber als ich das erste Level gestartet habe, war es ein ganz normaler Shooter-Plattformer. Boah, keine Ahnung. Gucke ich aber auf jeden Fall demnächst mal genauer rein. So, und dann habe ich für einen Fünfer Full Throttle All American Racing geholt. Auch da. Ne? Der Cartridge gehörte mal ein André anscheinend. Aber ganz ehrlich, sowas finde ich einfach fast sympathisch, weil das zeigt immer so ein bisschen die Geschichte eines Moduls an. Weil für 5 Euro bei Full Throttle. Full Throttle, Gott, das auszusprechen, habe ich natürlich erstmal so als alter PC-Spieler an das LucasArts Adventure gedacht, aber hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe mal reingeschnuppert, Mode 7 Motorrad-Rennspiel, würde ich sagen, wobei man am Anfang auch die Auswahl hatte zwischen Motorrad und Wasserski, also ich schätze mal, aber sowas halt. Ich erwarte nicht viel, aber komm, für den Fünfer kann man mal mitnehmen. So. Dann habe ich noch Super Air Diver. Also, da fand ich irgendwie das Cover interessant, sagte mir gar nichts. Scheint so eine Art Flugsimulation zu sein, war jetzt auch nicht so teuer. Habe ich mal mitgenommen. Also, nichts, was ich jetzt unbedingt gebraucht hätte für meine Sammlung. Aber wenn man mal über sowas stolpert und es interessant aussieht, nehme ich mir sowas gerne mal mit. So, und als letztes Spiel einmal Wing Commander für das Super Nintendo. Als alter PC-Spieler sagt mir die Wing Commander-Serie natürlich was. Habe ich damals auf meinen 386er gespielt. Ich bin da dann auch, ja, nicht vor kurzem, vor einiger Zeit drüber gestolpert, dass es das auch fürs NES gibt. Hab bei eBay zahlt man aber immer so 15 Euro, glaube ich, im Kopf zu. Ich habe das 10 bezahlt, also... Kann man mal mitnehmen, kurz reingespielt, scheinen sie einigermaßen nachgebaut zu haben, das PC-Gefühl, sage ich mal. Also hier ist das Cover auch ein bisschen hier, Kaffee, da. Hier im Seitenverkehr mit der Kamera, muss ich noch zurechtkommen. Bisschen Kaffeefleck, aber wie gesagt, Cover brauche ich nicht. Also, beim PC haben sie auch versucht, immer so ein bisschen Story reinzubringen, dass man auf diesem Hauptschiff rumnavigiert hat und so weiter. Das scheinen die quasi übernommen zu haben. Ich habe versucht, kurze Trainingsmissionen zu spielen. Da scheinen sie natürlich jetzt so ein bisschen auf die Limitation des Super Nintendos eingehen zu müssen und haben das etwas verkleinert, das Spielfeld. Aber durchaus spielbar. Ich schaue mal rein, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, ein bisschen genauer rein. Ist halt Wing Commander. Schadet eigentlich nie, aber wird natürlich im Vergleich zum PC wahrscheinlich die schlechtere Version sein. Aber ich glaube, das ist eh ein bisschen anders. Na egal. So, fangen wir mit den Gameboy-Sachen an. Und zwar fange ich mit den Sachen vom Huli-Nerd an. Das war so ein paar japanische Spiele. Nicht wundern, ich habe mir hinten einen kleinen Zettel jetzt, ob man es sieht, Zettel drauf geklebt, wie der Name im Deutsch ist. Und zwar ist das hier einmal Dodge Dunpei. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen ausgesprochen. Zustand ist okay. Ja, also beim Huli-Nerd 2 Euro Modul. Da habe ich jetzt einfach mal zugegriffen, obwohl mir die Spiele natürlich nichts sagen. Scheint so eine Art Dodgeball zu sein, also Völkerball auf Deutsch.
Mit viel, viel Gelaber drumherum, was natürlich alles auf Japanisch ist und deswegen versteht man es nicht, aber na gut, ist halt Völkerball. Scheint sehr dramatisch, anime-technisch aufgemacht zu sein. Mal schauen, wenn ich mal Zeit habe, da ein bisschen genauer reinzuschauen. So, und dann haben wir hier Baseball Kids. Und zwar, ich guck mal so, vom Licht her passt. So, Baseball Kids. Steht nirgendwo drauf, aber. Der Retron 5 hat gesagt, das heißt Baseball Kids. Also, ne? Ihr werdet jetzt kaum erraten, was das ist. Ein Baseballspiel. Ja, also, ne? Ich habe mal erste Runde versucht zu spielen. Habe immer einen Strike geschlagen, aber das ist bei diesen Spielen ja eh immer das Problem, dass man erstmal so ein bisschen das Timing herausfinden muss, wann man drücken muss. Passt. So, und denn das hier noch. Also die Karte ist natürlich jetzt nicht ganz so im tollen Zustand, aber mein Gott, 2 Euro. Also, ne? Fuchigi no Dungeon. So, Dungeon sagt euch wahrscheinlich was. Scheint ein Rollenspiel zu sein. Bin ich natürlich jetzt komplett aufgeschmissen, weil japanisch. Deswegen muss ich mal gucken. Das Spiel an sich sah aber sehr interessant aus. Also, mal gucken. Schätze mal, da wird es, denke ich mal, irgendwo einen englischen, deutschen Fanpatch geben. Muss ich mir mal besorgen. Sieht vom Spiel her also ganz interessant aus eigentlich. Ne? Ihr seht es hier eingeblendet. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen, finde ich. So, und dann habe ich natürlich noch einen richtigen Kracher für das Gameboy mir besorgt. Und zwar wollte ich mir das Spiel eigentlich schon auf der Retrobörse in Hannover kaufen. Hab's da aber nirgendwo gefunden. Hab viel rumgesucht. Und so am letzten Stand, ich habe alles abgegangen und so am letzten Stand, so in der Ecke, lagen noch so ein paar Gameboy-Spiele, wo ich den so hingeschielt habe. Und da habe ich es gefunden. Kid Dracula. In einem 1A-Zustand zu einem vernünftigen Preis. Also ich habe es 30 Euro bezahlt. Das ist für so einen Zustand auf jeden Fall sehr gut. Habe ich schon lange, lange, lange auf meiner Liste, weil man von diesem Spiel so viel Gutes gehört hat. Ist ein Plattformer von Konami. Ja, ihr spielt Dracula. Ne? Also als Kind. Ist natürlich so ein bisschen alles so auf cutesy, niedlich, mit großem Kopf und sowas gemacht. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen Teil der Castlevania-Serie, aber da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Also da kann ich jetzt unrecht sein. Aber das hatte ich schon länger auf meiner Liste. Ist halt ein bisschen teurer, aber soll sehr gut sein. Als ich jetzt reingespielt habe für die Aufnahmen, also manchmal legt ihr ja so ein Spiel ein und ihr merkt sofort, das passt. Das passt einfach. Es macht Spaß, die Steuerung ist gut, der Stil ist gut, Musik ist gut, alles gut. Und so ein Spiel ist das. Wird natürlich diesen Monat, habe ich voll Bock drauf, denke ich mal, einen Test kommen. Ich denke mal eher Ende des Monats irgendwann, muss ich mal schauen, wann ich Zeit habe. Macht sehr viel Spaß. Und da. Bei dem Händler, da hatte ich ein echt geiles Erlebnis. An dieser Stelle, wenn du zuguckst, Grüße an dich, war sehr schön bei dir, sehr angenehm bei dir. Und zwar habe ich das gekauft und dann guckt er mich so an. Du machst so Videos, oder? So, ja, YouTube, hier Retro Gaming Panda. Ja, du hast hier in Hannover, hast du hier Blades of Steel bei mir gekauft. Ich habe das Video gesehen, hast du in die Kamera gehalten. Ja, geil. Also sowas natürlich zu hören, dass das in der Realität man quasi auf seine Videos angesprochen wird. Herrlich. Also, wenn du hier an dieser Stelle anguckst, war sehr schön bei dir. Wir sehen uns bestimmt irgendwie bei einer der nächsten Börsen oder Messen. Werde ich mich wieder bei dir eindecken. War sehr, sehr schön bei dir. Vielen Dank. So, und dann kommen wir mal zu dem Rest vom Schützenfest. Und zwar habe ich mir einmal Golf geholt. Habe ich nicht viel für bezahlt. Zustand für das Label ist ein bisschen. Ja, ist halt ein bisschen vergilbt. Golf. Da brauche ich jetzt keinen Mint-Zustand oder ähnliches. Kennt jeder, muss ich nichts zu sagen. Hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Gehört ja irgendwie dazu. Also. So, dann sehr, sehr schöner Zustand. Habe ich auch nicht viel für bezahlt. Ich glaube, boah, 4 Euro oder irgendwie sowas. Castellian. Und zwar habe ich das in meinem Gameboy-Überblick von, boah, 90, 91, irgendwas, da mal kurz angespielt. Da ist das so ein bisschen, das Besondere ist die Perspektive, weil ihr da quasi um einen Turm rumgeht und das halt entsprechend simuliert wird. Ist sehr schwer, wie ihr in den Aufnahmen sehen könnt. Ich bin ständig gestorben, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich da was machen muss. Aber interessanter Twist, war nicht teuer, habe ich mitgenommen. So,
Apropos nicht teuer, habe ich mitgenommen. 102 Dalmatiner, das Disney-Spiel. Da fällt mir jetzt gerade mal so auf. Hier steht nur Game. Das würde, ist das eine Repro? Aber andererseits, wer reproduziert sowas? Ich habe es da gar nicht drauf geachtet, weil normalerweise haben wir ja hier Nintendo Game Boy. Keine Ahnung. War halt nicht teuer, wenn es eine Repro ist. Ist eine Repro. Finde ich halt nur komisch. Vielleicht kennt ihr euch damit auf, warum da nur Game steht, oder ist das irgendeine andere Version? Keine Ahnung, steht auch Game Boy Color drauf, obwohl es keine Game Boy Color Cartridge ist. Wird wahrscheinlich eine Repro sein, aber gut. Fürs mal reinspielen. Wie gesagt, ich habe 3-4 Euro, wenn überhaupt, dafür bezahlt. Plattformer zum Film, bla bla, ihr kennt den Drill. So, dann. Auch da das Cover leider ein bisschen blöd. Hugo 2. Das, ich habe ja zu Hugo 1 schon eine Retro Panda Quetzi-Folge gemacht, aber das ist ja eher so eine Portierung von dem Crazy Castle. Das ist jetzt wirklich wie die Fernsehserie mit diesen Minispielchen. Da werde ich dann, denke ich mal, auch eine Quetzi-Folge von machen, wo ich dann eher wahrscheinlich das Spielerlebnis bekommen werde, was ich auch erwarte. War auch nicht teuer. Unter 5 Euro auf jeden Fall. Viel, viel genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich würde auch ehrlich gesagt auch nicht mehr dafür bezahlen für so ein Spiel. So, kommen wir zu den letzten beiden. Und zwar Fortified Zone. Ist ein netter Shooter. Ja, hier hinten haben wir ein bisschen Edding. Egal. Auf jeden Fall ist Shooter von oben. Also die Ansicht ist von oben, mein Gott. Hey, ich sollte vielleicht mal ein bisschen besser reden. So, auf jeden Fall Ansicht von oben. Schießt durch. Hat einen sehr schönen Spielflow. Ich habe jetzt nicht großartig reingespielt. Das hatte ich, glaube ich, auch im Jahresrückblick von 90 oder 91. Ist auf jeden Fall ein früher Titel. Macht Spaß, macht einen guten Eindruck. So, und als letztes habe ich mir die Flintstones. Und zwar King Rock Treasure Island. Ja, scheint ein solider Plattformer zu sein. Ich habe jetzt in das erste Level kurz reingespielt. Fängt das Feeling der Serie ganz gut ein. Die Titelmelodie, die tudelt so ein bisschen im Hintergrund. Eigentlich nicht verkehrt, würde ich sagen. Ja, und das war's dann auch. Ich habe gut zugeschlagen, wie ihr seht. Nicht ganz so übertrieben wie bei der Retro-Börse in Hannover. Man muss ja jetzt nicht ständig da groß reingehen, sage ich mal. Hat viel Spaß gemacht, war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, kann ich euch jedem nur ans Herz legen. Sehr, sehr schöne Location, hat mir viel Spaß gemacht und natürlich, wie gesagt, nochmal Grüße an den Weidemann und an den Juli-Nerd. War schön, euch auch mal kennenzulernen. So, das waren meine Pickups für diesen Monat. Ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder reinschalten werdet. Denkt dran, Montag und Donnerstag kommt auf jeden Fall immer ein neues Testvideo oder Quetzig-Video. Und ansonsten ab und zu dann auch, obwohl ab und zu in letzter Zeit, also meistens Dienstag, kommen halt solche Sondervideos wie das hier zum Beispiel. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.